Hallo zusammen, wir sind heute beim SHTV-Sicherheitstraining in Rüsselsheim zusammen mit ein paar Mitgliedern unserer Motorradfahrgemeinschaft Akinchila und werden uns ganz kurz mal angucken, wie sie sich so machen. So, ich habe jetzt hier den Leiter des Fahrsicherheitstrainings bei mir, den Armin Strauß. Armin, wie lange fährst du schon Motorrad? Also angefangen habe ich schon mit 16, mit so einem Mokik, ja. So als Jugendliche, Klassiker so. Und dann kann man immer sagen, seit 94 durchgängig. Ja. Vorher waren immer so Pausen mit drin. Okay, also eigentlich aktiver Motorradfahrer? Ja, durch meinen Beruf, ich bin Fahrlehrer. Ah, du bist Fahrlehrer, wo? Im Raum Mainz bin ich tätig. Wie lange machst du das hier schon mit dem Fahrsicherheitstraining? Fahrsicherheitstraining mache ich seit 5 Jahren. Und Fahrlehre bin ich seit 20 Jahren. 20 Jahre für Pkw, 15 Jahre für Motorräder. Okay. Was kann man sich unter einem Motorradfahrsicherheitstraining vorstellen? Was erwartet da einen? Ja gut, es werden halt Übungen gemacht, viel intensiver wie bei der Fahrschule. Ja. Und es geht halt über den ganzen Tag, dass halt derjenige sichere von A nach B kommt und nicht so schnelle von A nach B kommen soll, ja. Also nach dem Motto, mach langsam, dann geht's schneller. Nein, fahr sichere. Sichere und dann kommst du heil an, ja. Okay, alles klar. Vielen Dank, Armin Strauß. Bitte. Eins unserer Mitglieder habe ich heute hier dabei, das leider nicht mitmachen kann. Duran, was ist los? Mein Motorrad kommt erst morgen. Hast du neu gekauft? Nicht neu, aber neu. Also nicht nagelneu, aber neu, ja. Neu für dich? Genau. Was hast du denn hier gekauft? Eine Yamaha R1, die alte von Göhnsch. Okay. Ja, die blaue. Und warum kommt sie erst morgen? Weil ich übers Wochenende keine Zeit hatte. Achso, ist nicht angemeldet, oder? Ist nicht angemeldet, morgen erst. Okay, und warum bist du dann hier, wenn du keine Weil Maschine... Ich in der Nähe wohne und wollte einfach gucken, wie die Jungs hier das machen. Und wie sie vielleicht versagen. Vielleicht kann ich was abgucken. Okay. Bisher war alles gut, ja. Wie lange bist du schon hier? Seit um 12. Seit um 12. Hat es dir gefallen, was du so siehst, was sie da machen? Naja, ist alles okay, ja. Passt schon, ja. Das ist mehr als das, was man sieht, was du in der Fahrschule gemacht hast? Meine Fahrschule ist schon ewig her. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da gemacht habe. Echt? Wie lange fährst du denn schon Motorrad? Ich fahre zwar nicht lange Motorrad, aber ich habe schon seit 18 Jahren meinen Führerschein. 19 Jahre. Okay. Fahre zwar seit 3 Jahren erst, aber kam nie dazu. Das heißt, du hast einen Führerschein gemacht, bist aber nie gefahren? Genau, konnte nicht. Okay, ja. Erst konnte ich es mir nicht leisten, dann habe ich keine Zeit gehabt, dann ja. Alles okay. Gut. Karriere halt, ne? Alles klar. Danke, du dran. Unsere Mitglieder hier bei mir stehen, und zwar der Fatih. Fatih, jetzt so nach knapp 5 Stunden Fahrsicherheitstraining, wie findest du es? Bringt es dir was? Also ich finde es ganz positiv, egal wie lange man Motorrad fährt, egal wie viel Erfahrung man hat. Auffrischung ist immer gut.
Und deswegen finde ich es eigentlich optimal für jeden, gerade für Fahranfänger sowieso. Auch für Leute, aber die lange schon fahren, würde ich es empfehlen. Weil man irgendwann denkt, man ist perfekt, man kann gut fahren, aber man kann immer was dazu lernen. Wie lange fährst du jetzt Motorrad? Ich fahre seit 2010, also seit 7 Jahren jetzt Motorrad. Straße, Rennstrecke, Weitstrecken, Ausland, egal. Du bist ja bekannt sozusagen in unserem Verein, dass du sozusagen auf dem Motorrad klebst. Also was du nur fahren kannst mit dem Motorrad, fährst du mit dem Motorrad. Hast du jetzt etwas gelernt hier, was du sagen kannst, okay, das wusste ich nicht? Also gelernt habe ich auf jeden Fall, dass es sehr, sehr schwer ist, mit einem Supersportler, also da ich eine Kawasaki ZX-10F war, langsam zu fahren, um die Kurven zu fahren. Schrittgeschwindigkeit, das sind echt sehr, sehr schwierige Sachen. Zwar braucht man sowas jetzt beim schnellen Fahren nicht, aber im Alltag mal irgendwo in der Stadt oder man steht im Stau und will Spur wechseln, ist es schon sehr, sehr wichtig, das Gefühl dazu zu haben. Das habe ich auf jeden Fall gelernt. Was ich auch gelernt habe oder was ich noch nie, zum Glück noch nie ausprobiert habe, war halt Vollbremsung mit ABS, ohne ABS auf den Steinen, was wir gemacht haben, also auf so Schotter, war auch sehr, sehr wichtig. Kommt auch immer wieder vor, dass du mal auf der Landstraße bist und die Straße ist nicht richtig sauber und dann weißt du gar nicht, wie du reagieren sollst. War auch sehr positiv gewesen, viel Erfahrung gesammelt auf jeden Fall. Also alles in allem sehr positiv, das Ganze. Auf jeden Fall, für 80 Euro lohnt sich das, den ganzen Tag hier zu sitzen und viel Erfahrung zu sammeln. Würde ich jedem weiterempfehlen. Man muss nicht auf cool tun. Das braucht jeder. Auch ein Kenner an Zoffolo, der ist auch heute abgeschmiert. Braucht jeder, gehört immer dazu. Okay, danke Fati. Ich danke euch. Ich habe noch eins unserer Mitglieder hier stehen, und zwar Mesut Tabak von der Fahrschule Mesut Tabak. Mesut, erstmal die Frage, wie lange fährst du schon Motorrad? Ja, Motorrad schon seit 1999. 1999, okay. 18 Jahre aktiv, täglich? Also jein, ja, immer wenn ich mal wieder Zeit habe. Also nicht jeden Tag, aber immer wieder, wenn ich Zeit habe, wenn gutes Wetter ist, auf jeden Fall. Okay, du als Fahrlehrer, und als aktiver Fahrer, also du fährst ja wirklich viel dann, schon seit 18 Jahren, im Fahrsicherheitstraining, hast du was gelernt, was du sagst, okay, das wusste ich nicht oder das habe ich so nicht gedacht? Ja, das auf jeden Fall. Also als Motorradfahrer will man ja immer eigentlich schnell fahren oder, was heißt schnell, immer kurvenreiche Strecken fahren, auch mal ein bisschen flott fahren. Aber so das langsame Fahren, wie schwierig so eigentlich das langsame Fahren ist, haben wir heute wieder gesehen beim Sicherheitstraining hier in Rüsselsheim auf dem Opel-Gelände. Und das würde ich jedem empfehlen. Also auch jeden, der wirklich auch seit längerem Motorrad fährt, der sollte das immer wieder mal machen. Denn auf das langsame Fahren, auf das Gleichgewichtshalten beim langsamen Fahren kommt es drauf an. Also nicht nur was für Anfänger, sondern auch für diejenigen, die schon etwas länger auf dem Moped sitzen. Auf jeden Fall, ja, ja. Kann ich nur empfehlen. Okay, danke, Mesut Tabak. Ich danke. Viel Spaß, ciao. So, nach 7 Stunden intensivem Training sind alle ziemlich froh, es geschafft zu haben. Ich habe jetzt noch ein Mitglied von uns dabei, der Güvenç. Güvenç, jetzt nach so langer Zeit intensiven Trainings, dein Resümee, wie fandest du es? Ich fand es halt sehr hilfreich. Und zwar für Fahranfänger am meisten. Und zwar in Schrittgeschwindigkeit sind wir oft gefahren.
Umso langsamer der Moped ist, umso schwieriger ist es halt. Und muss mal jeder machen. Ich habe was mitgenommen und ich denke mal, springt es auch was. Also du kannst es nur empfehlen, das mal gemacht zu haben. Auf jeden Fall, ja. Okay, dann verabschieden wir uns von hier aus. Danke, Güvenç. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.